Wir haben einmal zusammen zwei Wände genommen in verschiedenen Farben. Wir haben die Ideen hier in unserem Blackbook. Das haben wir auch angesprayt. Mhm. Zuerst einmal beginnt man mit den Skizzen und sammelt Ideen. Dann muss man es nachziehen mit einem Permanentmarker. Wir haben danach auch das Champion Camp Logo nachgemalt. Das wird dann in der Halle zu sehen sein. Und das ist eben der fertige Plan für dieses Bild hier. Okay. Dafür braucht man diese Schablonen hier. Zuerst mal muss man eben sich überlegen, wie das ausschaut. Hier vorne haben wir dann noch so klein begonnen. Man muss das dann eben mit Bleistift und auch mit Permanentmarker nachziehen. Und dann mit einem Stanley-Messer ausritzen, damit man nachher nur noch was hinlegen muss, drüber sprüht und es ist fertig. Dann kann man eben noch so kombinieren, verschiedene Farben. Und was bedeutet das Zeichen? Nun ja, das Zeichen, das habe ich eigentlich erfunden. Und die Schrift, die Hazardous, ist, also Hazard bedeutet ja. Im Englischen sowas wie Gefahr. Und bei Dangerous ist ja noch ein Ost dabei. Ja. Also haben wir das genommen und zum Hazard dazu gegeben. Okay. Ein eigenes Wort gibt es nicht wirklich. Und wie lange braucht man für diese Schablone? Ja, also die Vorbereitung dauert viel länger als das Sprayen an sich. Die Schablone zum Zeichnen braucht ungefähr 20 Minuten und das Ausritzen kann bis zu einer Dreiviertelstunde dauern. Okay. Wird man da sehr schmutzig bei den Arbeiten? Oder? Also am Anfang wird man an den Händen sehr schmutzig, das vergeht aber. Er hat sich ja unabsichtlich auf den Hals gesprungen. Lukas, fass mal in die Kamera. Aber man bekommt dann auch eben Atemschutz wegen der giftigen Gase und Handschuhe. Und es ist auch empfehlenswert, ein T-Shirt zu tragen, das dreckig ist. Ja. Falsche Richtung eben. Ist ja wahr, ich habe nicht gesehen, in welche Richtung das Cap schaut. Tja, jetzt weiß ich. Ja, und eben, man muss immer vorsichtig sein, weil es gibt verschiedene Caps, die eben die Dichte und wie stark sie sprühen eben. Man muss immer aufpassen, dass man nicht über die Buchstaben sprüht, weil das muss man dann alles nachziehen. Und die sprühen eben meistens breiter. Also okay. Man muss entweder näher rangehen oder nur so wirklich vom Rand weg. Und was macht man, wenn das runterrinnt? Also man muss einfach vorsichtig sein, es rinnt meistens nicht runter, außer man macht es absichtlich. Und man muss versuchen, so einen Effekt zu erzeugen. Aber das kostet doch recht viel Farbe und das ist auch nicht ganz leicht. Hier sieht man zum Beispiel ein paar Tropfen, die sind eingetrocknet. Das war eigentlich nicht geplant. Das kommt davon, wenn man eben einen Cap hat, das besonders weit sprüht und auch von sehr... Und wie lange braucht man für das Bild? Naja, also ich habe den ganzen Hintergrund in ca. 20 Minuten gemacht. Und für die Schrift haben wir dann mindestens eine halbe Stunde gebraucht. Dann haben wir den Rand nachgezogen. Auch dauert das 15 Minuten. Und dann mussten wir nochmal die Schrift nachziehen. Und am Anfang haben wir das Zeichen im Hintergrund gehabt. Das ging aber nicht, das wurde vollkommen übersprüht und deshalb haben wir es nachher dann noch. Okay. Und was macht dir Spaß an dem? Es ist lustig, weil es ist sehr kreativ. Es ist eine Art Kunstwerk. Man kann wirklich alles ausdrücken, was man will. Also man hat freie Arbeiten und keine Vorgaben. Man kann wirklich alles machen. Ich hätte die Schrift zum Beispiel sprenkeln können, ich hätte verschiedene Linien machen können. Ich hätte Schattierungen, 3D-Effekt, alles mögliche. Oder die Schriftart spielt auch eine große Rolle. Also es ist nicht sehr leicht. Immer Vermummungsverbot im Street Art Camp. Damit uns keiner erkennt.